Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem letzten aufgebracht Video dieses Jahr. Ja, es ist wieder jede Menge zusammengekommen diesen Monat. Ich glaube, das lag an den Feiertagen, aber auch, dass wir sehr viel zu Hause waren. Die Kinder waren ja relativ lange krank, also fast 2 Wochen oder sogar 2 Wochen. Und deswegen, wie gesagt, waren wir viel zu Hause. Dann kamen die Feiertage dazu. Es wurde jede Menge gewaschen, jede Menge geputzt. Und ja, deswegen würde ich euch gerne mal die Sachen zeigen. Das sind auf jeden Fall ein paar Sachen neu, die ich neu getestet habe. Ich weiß gar nicht. Ja, genau. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt los mit der ersten Sache. Das ist jetzt nicht so neu, aber wir sind auf andere Größe umgestiegen. Und zwar Windel. Hier haben wir die Pampers Baby Try in Größe Nummer 2. Wir haben ja sehr lange die Einer benutzt. Die Kleine könnte jetzt auch immer noch Einer tragen. Aber wir haben einige geschenkt bekommen in Größe 2. Und deswegen habe ich mir gedacht, probieren wir es gerade mal aus. Und ja, wie gesagt, sind auch echt super. Und mit denen sind wir auch sehr zufrieden. Wie gesagt, es werden noch einige Windel hier folgen. Dann haben wir diese WC Frisch Aktiv Perlen aufgebraucht. Das ist so ein Maxi-Pack hier gewesen mit 4 Stück. Die habe ich, glaube ich, mal beim Penny oder so gekauft. Da gibt es die öfters bei uns im Angebot. Und ja, die mag ich super gerne. Meistens kaufe ich diese Pink-Blau oder Pink-Weiß. Und wie gesagt, kann ich echt empfehlen. Sind super gut. Dann habe ich endlich diese Reinigungstücher hier, diese Allzwecktücher aufgebraucht. Die gibt es bei Action zu kaufen. Die wurden so oft gehypt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit denen jetzt nicht so zufrieden. Erstens sind die zu klein, finde ich. Und zweitens sind die auch nicht sonderlich feucht, auch wenn ich das so rum gelagert habe, statt so rum. Und ja, wie gesagt, ich glaube, die letzten 3 waren so trocken, dass ich sie dann weggeschmissen habe. Also ich persönlich werde das nicht nochmal nachkaufen. Was ich aber nachkaufen werde, sind meine Haut-, Haar- und Nägel-Tabletten. Die benutze ich ja wirklich jeden Monat und jeden Tag und bin auch mit denen sehr zufrieden. Ich hatte jetzt mal eine Zeit lang das Gefühl gehabt, dass mir die Haare ausfallen nach der Schwangerschaft, nach der Geburt. Aber jetzt inzwischen hält sich das wieder in Grenzen. Mir ist aufgefallen, dass hier auf jeden Fall meine Geheimratsecken etwas kahler geworden sind. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt nach der Schwangerschaft entstanden ist oder vielleicht sogar schon vorher, weil ich ja sehr selten Seitenscheitel oder so tragen, wenn man Mittelscheitel hat, dann sind die Haare ja hier trotzdem, also decken ja die Stellen zu. Deswegen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich merke auf jeden Fall, dass mein Haarausfall deutlich zurückgegangen ist. Ja, wie schon gerade am Anfang gesagt, es wurde viel gewaschen und deswegen ist hier unser Waschmittel, was leer gegangen ist. Da muss ich wirklich jeden Monat eine Flasche kaufen und da benutzen wir ja super gerne hier dieses Lenor Sensitive ja, für unsere Wäsche. Was ich auch aufgebraucht habe und mir unbedingt nachkaufen muss, sind diese Augenpads. Die gibt es bei Action zu kaufen und ich liebe die. Das ist hier mit Aloe Vera und Apfel. Und ja, wenn meine Nacht mal nicht so gut war oder ich morgens einfach das Gefühl habe, ich brauche jetzt einen extra frischen Kick, dann mache ich sie mir drauf. Wie gesagt, ich liebe die. Hier sind 4 Stück immer drin und die sind super günstig. Und ja, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, diesen Monat habe ich auf jeden Fall einige Masken benutzt, muss ich sagen. Unter anderem eine von Shebens. Das war hier so eine Anti-Stress-Maske mit Tonerde. Natürlich könnt ihr jetzt nicht alles sehen, aber so schaut sie auf jeden Fall aus. Das war so eine Zweiermaske und die eine habe ich hier benutzt. War auch super zufrieden damit und ja, super. Dann haben wir Feuchttücher aufgebraucht, hier extra sensitive von Baby Dream. Ja, inzwischen benutze ich auch ab und zu mal Feuchttücher für die Kleine, aber dann meistens nur die 99% Wasser, also nicht die hier. Aber ja, da haben wir halt immer 2 parallel Feuchttücher offen, aber trotzdem bevorzuge ich bei der Kleinen immer noch gerne einen Waschlappen, aber für Henry, wie gesagt, benutzen wir gerne solche. Ja, dann habe ich Stilleinlagen aufgebraucht, da werden bestimmt noch ein paar Packungen folgen. Hier die von Baby Love, da kaufe ich ja jetzt immer diese 60er Packung, weil ich dann dadurch eine Verpackung weniger habe. Ja, bin immer noch mit denen sehr zufrieden und ja, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann ist Henry sein Shampoo leer gegangen, da lieben wir ja dieses Shampoo hier von Hip, schon von ersten Tag angefühlt benutzt Henry dieses Shampoo und ich glaube, das ist jetzt auch erst die 2. Flasche, die leer gegangen ist, vielleicht die 3. Und er ist ja jetzt 2 Jahre alt, also da sind wir wirklich sehr sparsam, obwohl mein Mann da jetzt nicht so sparsam ist, aber ich bin sehr sparsam. Hier steht auch ab dem 1. Lebenstag geeignet. Aber ich würde trotzdem empfehlen, Babys nicht zu früh mit Shampoo zu waschen, also Hayley wurde jetzt auch
Die ist jetzt 3 Monate alt und jetzt wurde sie erst mit, das erste Mal mit Shampoo ihr die Haare gewaschen. So, ich habe jetzt gerade meinen Korb hier auf dem Schoß genommen. Ja, zum Waschen gehört auch immer ein Weichspüler. Da benutzen wir ebenfalls von Lenore Sensitive den Weichspüler hier. Und wie gesagt, damit sind wir immer sehr zufrieden. Dann haben wir hier was Neues. Das haben wir selber nicht gekauft, sondern geschenkt bekommen. Und zwar diese, oder nee, die haben wir selber gekauft. Ah nee, genau. Also, die haben wir selber gekauft. Die hat der Maris gekauft. Hier die Premium-Windel von Baby Love in 5+. Die, muss ich sagen, sind ganz gut. Ja, wie gesagt, die hat der Maris mal gekauft, weil Henry die Windel nicht ausgereicht haben. Ja, dann haben wir für Hayley ja nochmal Pampers Premium Protect in Größe 2 aufgebraucht. Das haben meine Großeltern hier, glaube ich, zu Nikolaus oder so geschenkt. Ja, die sind auch super. Da kann man echt nichts sagen. Pampers Windel sind halt aber auch echt die besten, aber sind halt auch preislich etwas höher. Seife durfte natürlich auch nicht fehlen. Ja, wie gesagt, durch die Feiertage. Wir hatten jetzt auch einige Besucher hier. Da wurde viel Hände gewaschen, was auch sehr gut ist. Und ich muss sagen, diese Cremeseife hier von Balea liebe ich. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Und da haben wir auch schon Nachschub gekauft. Dann hat Hector seine Knabberplätzchen aufgegessen. Da hole ich gerne mal diese hier von Dein Bestes. Ist von DM Eigenmarke und ja, die bekommt er einfach mal so zwischendurch oder wenn wir ihn mal locken oder so. Und Henry liebt das auch, ja, Hector die Hundeplätzchen zu geben. Ja, wie gesagt, ich habe einige Masken benutzt. Hier war auch nochmal so eine Anti-Stress-Maske, glaube ich, mit Honig. Ja, von Balea, die fand ich auch super gut. Ich muss sagen, die finde ich immer sehr schwer wieder vom Gesicht abzubekommen. Deswegen habe ich sie mir drauf gemacht, bevor ich in die Dusche gegangen bin. Also so eine halbe Stunde, bevor ich duschen gegangen bin. Und dann konnte ich beim Duschen sie gut abmachen. Weil, ja, sonst finde ich sie sehr schmierig. Und wie gesagt, ist einfach schwer, sie abzubekommen. Spülmittel haben wir auch aufgebraucht. Es wurde ja viel Geschirr gespült und so weiter. Und hier hatte ich mal von Fit. Ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn her? Weiß nicht. Auf jeden Fall ist es echt super gut und riecht auch sehr gut. Da habe ich mal einige Flaschen von gekauft und das war jetzt hier mit Guave und Limette. Dann haben wir einen Raumerfrischer aufgebraucht. Das ist ja meine Lieblingsduftrichtung hier mit diesem Zitrusduft. Und ihr könnt sehen, da ist ein anderer Deckel drauf. Und zwar habe ich Weihnachtsduft gekauft gehabt mit Zimt und noch irgendwas, was jetzt aktuell drin ist, was ich auch sehr liebe, aber auch nur zu der Weihnachtszeit. Ich brauche das nicht das ganze Jahr über, aber sonst, wie gesagt, liebe ich diese Zitrusdüfte hier sehr. Genau, hier haben wir nochmal Stilleinlagen. Also ich verbrauche schon so 3 gute Packungen im Monat, würde ich sagen. Ja, Stilltee trinke ich auch. Ich schaffe es aktuell irgendwie nicht 2 oder so am Tag zu trinken, aber 1 trinke ich mindestens. Und ja, von Babylove schmeckt mir am allerbesten. So, dann haben wir nochmal eine 5+-Windel für Henry aufgebraucht. Wie gesagt, er war ja jetzt viel zu Hause und jetzt sind ja auch noch Ferien. Deswegen verbraucht er auch einige Windeln zu Hause. Sonst ja, wurden ihm ja meistens die Windeln im Kindergarten gewechselt. Dann haben wir am Anfang auch noch die Einer, wie gesagt, aufgebraucht. Von Baby Love sind die auch ganz gut. Welche ich aber nicht empfehlen kann, sind die von Baby Dream. Die kann ich euch gar nicht empfehlen. Ich weiß auch gar nicht schon, wie oft ich gesagt habe, dass ich sie echt nicht gut finde. Und zwar ist die Kleine jedes Mal ausgelaufen. Wirklich jedes Mal, wenn sie die anhatte. Und wie viele sind hier in der Packung drinnen? Da kann man es ja mal ausrechnen. 26 Stücke, das heißt, sie ist 26 Mal ausgelaufen. Und das hat mich so genervt, dass mir auch schon einige Follower geschrieben haben, ich soll doch einfach ein bisschen mehr Geld investieren und teurere kaufen. Und ja, spare mir den Stress, sie jedes Mal komplett ausziehen zu müssen und. Und da gebe ich euch vollkommen recht, da kaufe ich lieber ihr die Pampers und habe den ganzen Stress mit Waschen, Umziehen, Kleidung waschen und so weiter nicht. Ja, Hector hat auch nochmal solche Knabberstangen und seine Dental Sticks aufgebraucht. Und ja, so ein Dental Stick bekommt er fast jeden Tag. Und die hier auch mal so zwischendurch, ab und an, jetzt nicht immer. Aber die von DM sind echt super gut. Ja, wie gesagt, Feuchttücher. Da brauchen wir auch einige hier nochmal von Baby Love Sensitive. Das andere war ja Baby Dream. Die sind auch super. Dann bleiben wir einfach gerade bei Windeln. Da hatten wir jetzt hier auch ein Sparpack von Baby Dream 6+. Die, muss ich sagen, sind okay. Also in dieser größeren Größe. Vielleicht liegt es auch daran,
dass Henry nicht so lange seine Windel trägt und wir ihm über Nacht meistens ja die Pampers anziehen. Deswegen, ja, in seiner Größe fand ich jetzt die in 5 Plus ganz gut von Baby Dream, aber für die ganz Kleinen würde ich von Baby Dream nicht empfehlen. Ja, dann hatten wir Baby Love nochmal einer. Wie gesagt, am Anfang hat sie ja noch die Einer getragen und jetzt seit ein paar Tagen tragen wir die Zweier. Aber die von Baby Love sind auch super gut und die sind sehr preiswert. Dann hat Henry einige Kekse aufgegessen diesen Monat. Und zwar hatten wir ja diese Limited Edition Mini Spekulatius gehabt von Baby Love. Die haben ihm super geschmeckt, genauso wie die Schneemänner. Es sind beide so Limited Edition, Weihnachts-Limited Edition gewesen. Und ja, die haben ihm super gut geschmeckt. Was ihm auch super schmeckt und wirklich, manchmal ist es schon fast wie eine Suppe, ist sein Frühstücksbrei. Da habe ich hier mal bei Rossmann nachgekauft, also eins gekauft. Das fand ich jetzt nicht so gut für die Kleinen, weil da Flohsamen drin sind. Und ja, die scheiden die ja wirklich eins zu eins wieder aus. Und das war schon sehr grobkörnig, obwohl ich ja eh ihm nochmal normale Haferflocken mit reinmache. Aber da finde ich das von DM besser. Deswegen würde ich das jetzt nicht so empfehlen für Kinder. Ja, auch geschmacklich her fand ich das jetzt nicht sonderlich gut. Deswegen, ja, das ist jetzt nicht sonderlich empfehlenswert. Was ich aber auf jeden Fall vom Herzen empfehlen kann, ist mein Sprühkleber von Gotchubee. Vor allem, wenn ich so einen sneaky, sleeky Look mache. Ja, hält das bombenfest und ja, das benutzt bei uns die ganze Familie. Maris benutzt das super gerne, Henry auch zwischendurch mal. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall seinen Preis wert. Dann hatte ich hier auch mal von Alnatura Stilltee gehabt. Ist auch gut als Alternative, wenn ich mal bei Rossmann einkaufen gehe, weil die haben bei uns bei Rossmann keine Eigenmarke irgendwie Stilltee. Deswegen, das ist auch super gut. Dann haben wir, was haben wir denn hier? Das sind Küchenschwämme von Multi. Ja, kann man ja viel dazu sagen. Die sind super. Wir tauschen die Küchenschwämme auch regelmäßig aus, weil die einfach dann irgendwann mal so eklig sind. Und ja, hier so ein großer Pack. Ich weiß gar nicht, habe ich das mal bei Action gekauft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir auch schon Nachschub gekauft. Genauso wie Küchenlappen. Da wechsle ich auch ständig aus, weil ja irgendwann auch Hundehaare sich da drin verfangen oder so. Das lässt sich leider nicht vermeiden mit einem Hund im Haushalt. Deswegen, ja, da haben wir auch schon Nachschub gekauft. Was ich auch versuche öfters zu machen, ist unseren Wasserkocher zu entkalken. Und da finde ich das von Denkmit hier super gut. Es ist geruchsneutral und reinigt auch super schnell. Also ich glaube, ich mache einen Wasserkocher immer voll, dieses Päckchen rein, lasse es aufkochen, schütte das Wasser meistens in die Toilette. Und dann koche ich nochmal mit frischem Wasser nochmal meinen Wasserkocher aus und dann ist er sauber. Und wie gesagt, es ist geruchsneutral, hat keinen penetranten Geruch oder so und geht auch super schnell. Und es ist ein Zweierpack für 55 Cent. Ja, was wir auch jeden Monat auch brauchen, ist Zahnpasta und da kaufen wir ja immer Colgate Max Fresh. Kann ich euch auch weiterempfehlen. Schmeckt sehr gut und man hat auch ein sehr gutes Gefühl auf den Zähnen, dass alles schön sauber ist. Was auch mir leer gegangen ist, ist mein Shampoo und zwar von Pantene Pro-V Miracle Hydra Glow. Das habe ich jetzt wirklich sehr lange benutzt. Ich glaube, das hatte ich jetzt auch dreimal insgesamt gekauft gehabt. Jetzt habe ich mir aber ein anderes Shampoo gekauft, weil meine Haare wirklich sehr strapaziert sind. Ich muss unbedingt mal zum Friseur. Ich war jetzt schon über ein halbes Jahr nicht beim Friseur. Ja, deswegen habe ich mir jetzt ein anderes gekauft, aber das kann ich euch trotzdem empfehlen. Ist wirklich sehr gut und riecht auch sehr, sehr gut. Davon habe ich noch die Spülung, die ich benutze. Was ich auch jeden Tag benutze, ist mein All About Matte Fixing Powder von Essence. Das ist auch super gut. Das, wie gesagt, benutze ich jeden Tag, auch wenn ich nicht mein Gesicht komplett schminke, aber sobald ich Concealer unter die Augen mache, dann bake ich das immer mit diesem Fixing Powder, damit es einfach besser hält und sich nicht in meine Fältchen absetzt. Ja, und was braucht man zum Concealer auftragen? Ein Schwämmchen und da habe ich mir ein neues gekauft. Hier ist jetzt nur noch die Verpackung, weil ich mein Schwämmchen schon weggeschmissen habe. Da kann ich euch auch nur empfehlen, regelmäßig euren Schwamm auszutauschen oder zumindest regelmäßig auszuwaschen, weil das Auswaschen, das versäume ich, muss ich ehrlich sagen. Aber ich versuche jeden Monat, spätestens alle 2 Monate mehr, ein neues Schwämmchen zu kaufen. Ja, wie gesagt, ich habe einige Masken benutzt, unter anderem hier so eine Tuchmaske von Isana Pure Hydration. Ja, fand ich auch ganz gut. Ich mag manchmal solche Tuchmasken, weil man sie auch sehr schnell danach entfernt bekommt. Da muss man nicht so lange das Gesicht waschen.
So, meine Tochter wird wach, deswegen beeile ich mich. Und ich habe hier auch nochmal solche Augenpads benutzt. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Die fand ich auch super gut. Die finde ich auch super gut, aber ich muss sagen, ich finde das so schade, sie danach wegzuschmeißen. Aber man muss sie wegschmeißen, weil man mit denen nichts mehr anfangen kann. Und das allerletzte, was ich aufgebraucht habe, ist hier so ein Bodyöl war das. Ich glaube, das war so eine Mischung von Valla und noch irgendwas. Genau, damit habe ich meinen Bauch eingerieben, jetzt die letzten Monate nach der Schwangerschaft, damit sich meine Haut schön zurückbilden kann. Aber sie hat sich immer noch nicht zurückgebildet. Ja, das war's auch mit meinem Aufgebraucht-Video. Wie gesagt, ich muss mich jetzt beeilen, meine kleine Maus ist wach geworden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, genau, dann sehen wir uns am 1. Januar 2023 wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!